Divertimento in Südafrika. Mit Globetrotter, einem Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. Globetrotter.ch. Ein Land, zwei Monate, drei Wochen lang unterwegs. Es ist wieder mal die Zeit, dass Johnny und ich nebst der Tournee, nebst dem Tourleben, Zeit miteinander verbringen. Der Manu und Johnny von Divertimento reisen durch Südafrika. Ich glaube, das ist wichtig für unsere Freundschaft, die manchmal unter diesem Alltagsdruck manchmal ein bisschen leidet. Und jetzt glaube ich, das ist eine riesige Chance, wenn wir hier wieder dreieinhalb Wochen oder drei Wochen unterwegs sind zusammen. Vor ihnen liegen 3000 Kilometer. Ich glaube, das wird sich sehr positiv auswirken für unsere Freundschaft. Es ist eine wichtige Reise für die zwei. Ja, also ich meine, das Gefälle zwischen seinem Leben und meinem Leben ist relativ intensiv. Unsere Ansichten sind sehr oft nicht kongruent, sondern eher gegenteilig. Und das ist eine grosse Herausforderung, oft. Ich meine, wir sind jetzt 20 Jahre miteinander unterwegs. Das ist wirklich schon eheähnliche Zustände. Vielleicht drei Wochen haben wir uns so verkracht, dass wir nie mehr zusammen arbeiten, das weiss ich nicht. Ich hoffe es nicht. Ich bin gerade ein bisschen am Briegen. Also sogar Tränen. Gopferturi. Wenn ich in die Stadt reinfahre, hast du so viel erlebt. Es ist so schön, wieder da zu sein. Zum 10. Mal. Und zum 10. Mal muss ich heulen, wenn ich reinfahre. Hure krass. Kapstadt ist für Johnny mittlerweile wie ein zweites Zuhause. Es zieht ihn immer wieder in die Stadt am Meer. It's butter, butter time. Everybody. Nein, ich bin hin und weg. Jedes Mal wieder. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, flasht es mich neu. Ich meine, wenn ich hier hocke, das ist unfassbar. Ich weiss, irgendetwas macht es mit mir. Ich weiss es nicht, was. Ich kann es nicht sagen. Der Johnny hat zusammen mit seinem Mann sogar eine Ferienwohnung hier. Nein, hure schön. Oh. Ob diese Freude echt ansteckend ist? Der Manu war nämlich noch nie in Kapstadt gewesen. So schön. Ich fahre. Oh, da vorne der Lionshead. Ich hoffe, dass ich mit dem Mann nur noch einmal hier rauf kann. Schau mal, hier rauf. Und schwenken mal. Langsam fahren. Ja. Schau jetzt, das ist der Lionshead. Sieht ein bisschen aus wie ein Matterhorn, finde ich. Johnny seine Ferienwohnung ist im Moment besetzt. Darum logieren der Manu und der Johnny samt Crew dann in diesem Ferienhaus. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber jetzt muss ich kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil jetzt muss ich zuerst den ganzen Grümpel hier hinten auftragen. Und das ist nicht lustig. Das ist klar. Ja, jetzt wäre ich auch gerne hinter der Kamera. Das ist die Gemeinde Egg im Kanton Zürich. Hier wohnt der Manu Burkhardt mit seiner Frau, der Michelle, und den drei Kindern. In ein paar Stunden fliegt auch er auf Südafrika. Ich weiss extrem wenig über die Reise. Ich weiss, dass ich Johnny dort unten treffen werde, der ja vor mir ein bisschen vor mir abgereist ist. Ich freue mich extrem. Ich will mit einer kindlichen Neugier jetzt dort runtergehen und das alles an mich herantreten lassen. Ich will es aufsaugen, so gut es geht. Ich freue mich, das mit Johnny zu machen. Und mit euch, dem ganzen Team, das hier rundherum steht, ist eine coole Männertruppe, die jetzt zusammen in das Land reist. Der Johnny will dem Manu die Stadt von ihrer allerschönsten Seite zeigen. Die Unterkunft ist schon mal ein guter Anfang. Es ist Nebensaison in Südafrika, sonst wäre das Haus unbezahlbar.
Das ist jetzt ein hohes Privileg, dass ich das Manu zeigen darf. Der Manu hat das schon x-mal auf Fotos und allem gesehen. Dass der morgen dann da kommt und ich ihm das zeigen darf, das finde ich voll geil. Vor dieser Reise hat jeder für sich eine Bucketlist gemacht. Abhäkli-Liste. Was man erlebt und gesehen hat. Das ist mir ein bisschen peinlich. Das ist eine Karte, die ich in Vietnam gekauft habe. Love. Und wenn man sie aufmacht, macht es so das Herz raus. Ich habe keine Ahnung, was Johnny alles aufgeschrieben hat. Ich habe zwei Seiten Bucketlist. Ich habe Bucketlist, was ich sehe, was ich nicht kenne. Und ich habe eine Bucketlist, was ich gerne Manu zeigen in Südafrika. Johnny und ich sind letztendlich beide sehr neugierige und begeisterungsfähige Menschen. Darum glaube ich, muss man sich dann manchmal für den einen einen Schupf in den Arsch geben. Aber ich glaube, man findet es dann gleich sehr faszinierend. So sind wir, so ticken wir beide gleich. Ich möchte Manu zeigen, den Lionshead, den Berg dort oben. Der grösste Gitarrenladen in dieser Stadt. Gehen aufsuchen und rumschneugen. Der Township. Das berühmt-berüchtigte Kap der guten Hoffnung. Cape of Good Hope. White Shark. Ein Weingut. Stamm-Urwohner treffen. Mit einem so einem 4WD Offroader durch die Pavianskluft. Ein echter Gospel-Gottesdienst. Ich würde gerne mal in einer Wüste Velo fahren. Ich habe zwar Wüste nicht gerne und ich habe Velos nicht gerne, aber ich möchte das mal machen. Wildlife, Safari. Ich habe aufgeschrieben, ich will keine Safari. Ich will unbedingt, also ich kann nicht auf Afrika gehen und keine Elefanten und Löwen und so gesehen haben. Dass jemand in der Familie drei Wochen lang allein verreist, das gibt es bei Burkhard selten. Papa! Ja, jetzt sind wir weg. Also! So, komm! Josh, komm noch weg! Komm, komm rein! Schnell! Ja, ist nicht schön. Aber gell, ich denke immer, so doof es jetzt tönt. Ich meine, ja, für Kinder ist das glaube ich, noch krass. Talia checkt jetzt, dass ich glaube, lange weg bin. Die anderen natürlich noch nicht. Aber ich für mich, muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Mühe gehabt, vor allem weil Talia jetzt so traurig ist, natürlich das verreist einem das Herz. Weißt du, was ich also das Gute daran finde ich, dass er dann nicht im, dass ich nur eine habe, wo immer schimpft, nicht zwei. Das glaube ich ihm. Ich bin daheim wirklich, also vor allem jetzt bin ich drei Monate 24/7 rund um die Uhr um meine Frau und um die Kinder herum. Ich habe übrigens heute den ersten Frust eingefahren, oder? Wir sind jetzt seit zwei Tagen hier. Bei schönem Wetter sind wir am Einkaufen, am Vorbereiten. In drei Stunden landet der Manu. Und es pisst und hat Nebel. Es ist wie in Schottland und ich möchte ihm schöne Südafrika zeigen. Mit Sonne, Afrika, Urwald, Meer und es pisst. Also gut. Und wir machen das Beste daraus. Genau. Und singen das Lied. Gut 11 Stunden fliegt man von Zürich bis an den untersten Zipfel des afrikanischen Kontinents. Vor drei Jahren sind Manu und Johnny schon mal zusammen verreist. Damals sind sie drei Wochen lang durch Schottland gewandert. Seither haben sich die zwei fast nur beim Arbeiten gesehen. Darum ist die Reise etwas Besonderes. Hey, ich bin wirklich, das ist jetzt sau blöd. Ich bin wirklich nervös. Nein, ich freue mich auch. Jetzt bin ich wirklich ein nervös. Das ist verdammt. Ich habe schon so viele Gäste abgeholt, hier am Flughafen. Aber dass ich jetzt Manu hier abhole, das ist schon speziell. Der Johnny ist früh losgefahren, damit er auch ja pünktlich parat steht. Ich glaube, es ist blöd. Sie haben vier Gepäckstücke nicht da. Und wegen dem sind wir jetzt trotz hohem Stress zu früh, weil sie müssen ausfüllen, weil das Gepäck ist nicht angekommen. Jetzt warten wir, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich hier am Warten bin. Eine halbe Stunde später. Finally! Finally arrived! Nee, kommt er! Oh, endlich! Ihr armes Sieg! Ihr armes Sieg! Hallo, mein Freund! Oh, das war nicht so der lässige Start. Es sieht viel gepackt aus, aber es ist erst die Hälfte. Ja, ich habe es gehört. Oh,
Kenne ich morgen. Hoi! Ja, das ist alles etwas anders. Du lachst. Ja, wir haben Scheiße gehabt. Ich glaube, jetzt ist einfach für alle wichtig, dass wir etwas essen, easy runterfahren und dann schauen wir, was wir heute noch machen. Rauchen, kiffen. Da kommt alles über. Wir haben alles da. Toll! Ausgehört für die Reise ist bereit. Von Kapstadt aus fahren die beiden quer durch Südafrika. Geschlafen wird in zwei aufklappbaren Zelten auf dem Autodach. Aber die ersten Tage gehören Kapstadt. Wenn bei uns Herbst ist, haben die Südafrikaner Frühling. Und der Regen verzieht sich zum Glück schnell wieder. Hast du echt schon abgezogen? Wow! Das ist unglaublich schön. Leck! Das ist jetzt in Afrika. Cape Town. Hey, nein, das ist Wahnsinn. Nach dieser langen Reise nehmen die Herren heute noch gemütlich. Aber morgen geht's los mit dem Abenteuer Afrika. Und mit einer Reise voll mit Überraschungen. Die erste Überraschung hat Manu schon hinter sich. Er hat nämlich damit gerechnet, dass sie in der Ferienwohnung von Johnny übernachtet. Ja, es ist ja eigentlich absurd, weil ich habe ihn eigentlich eingeladen in unsere Wohnung, wo wir uns auf die Hochzeit gekauft haben mit meinem Mann. Ja, über die Wohnung weiss ich einiges, da haben wir viel erzählt. Aber wir haben ja nur Troubles mit dieser Wohnung und nichts funktioniert. Und wir mussten die auf jeden Fall vermieten. Und ich kann jetzt die nur von außen anschauen, was völlig absurd ist, wenn ich da bin. Ich kann eigentlich in seine eigene Wohnung jetzt gar nicht rein. Im Rücken der imposante Tafelberg. Und direkt vor der Nase traumhafte Strand. Kapstadt ist eine der schönsten Städte auf der Welt, sagt man. Hier leben etwa gleich viele Leute wie in der Stadt Zürich. Die Rassentrennung gibt es seit über 25 Jahren nicht mehr. Trotzdem prallen hier an jedem Ecke Welten aufeinander. Johnny zeigt dem Manu das Zentrum der Stadt. Mega spannend. Das ist das liebe ich. Da gibt es so viel zu entdecken, Läden, Menschen. Das habe ich vorhin Johnny gesagt. Da ist wirklich spannend zu sehen, wie die verschiedenen Hautfarben side by side leben. Und scheinbar relativ friedlich. Das ist mega spannend. Da könnte ich tagelang verbringen. Aber es ist eben alles. Man sieht, dass hinter uns ist ein Bettler und der holt Essen aus einem Abfall und nebenan fahren Porsche vorbei. Das ist die riesige Schere, die Schere. Das ist Kapstadt. Mit dem muss man immer wieder zurückkommen selber. Was gibt mir das Recht, hier zu sein und mit diesem lässigen Kurs zu essen? Und sie nebenan können nicht. Das ist schwierig. Jahr für Jahr kommen mehr Touristen auf Kapstadt, wo das Klima, die Kultur und die Leute erleben wollen. Gefährlich ist die Stadt nicht, vorausgesetzt man weiss, wo man hin sollte und wo lieber nicht. Scheinbar sagt das eine Region, wo man, wenn es abends ist, nicht mehr hin sollte. Nein. Und es ist so, in Kapstadt ist wirklich ohne die Strasse. Also die Strasse ist super, eine Strasse weiter, das ist nicht mehr. Was immer speziell ist, weil eben man sieht jetzt das schwarze Haus hinten dran, und das ist meine Wohnung. Eine Besichtigung ist leider nur von außen möglich. Ich habe hier immer mein Auto parkiert. Ich habe ein Auto gekauft. Das ist mein Auto, das ich habe, wenn ich 2010er, gell? Ja, genau. Der V8-Motor. Ja. Genau. Ja. Die Rückfahrkamera hast du? Ja, ein Piepset beim Rausfahren. Piepset? Ja, ein Piepset. Okay. Ja, es ist toll. Schön. Toll. Schön. Waterfront ist der beliebteste Touristenort in ganz Südafrika. Jedes Jahr kommen 30 Millionen Leute in den ehemaligen Arbeiterhafen von Kapstadt zum Lädeln, Essen und Flanieren. Der Manu sucht da etwas ganz Bestimmtes. Nämlich den Gitarrenladen, den er auf seine Bucketlist geschrieben hat. Der Danny Ngwenya verkauft ganz besondere Gitarren.
Sie sind aus Blechbüchsen, so wie man es früher in den Townships, den armen Viertel, gemacht hat. Yeah, you will never be a very rich person writing instruments. It's a very competitive kind of industry, but otherwise we won't be here if it's not okay. Yeah, well, it's kind of unique what you do. Gitarre-Fan, so etwas zu sehen, wie einer da sein kleines Imperium aufbaut und die Gitarren herstellt, und ist ein mega sympathischer Typ. Ich hätte auch jetzt verhöckeln. Der Manu ist Gitarrist in einer Band. Härter Rocksound ist seine ganz grosse Leidenschaft. Ich bin begeistert. Kommen wir zum Kaufabschluss. Ja. Gut. Ich würde dich gerne käuflich erwerben. Kannst du übersetzen? Okay, we want to buy this. Der Burki hat die Gitarre auslesen. Und ich darf jetzt für ihn auch noch einen Bag, damit er es mit dem Flugzeug kann. Und ich dachte, das wäre ein schöner Bag für deine Gitarre. Ja. Darf ich mit dem wünschen? Also komm. Yes, it's beautiful. Yeah, it's beautiful. Ja. Also. We go for this. Okay. Das drehst du jetzt drei Sachen um. Ja, sagen. Und weiter geht's mit dem Touristenprogramm. Aber jetzt wird nicht mehr geschlendert, sondern gewandert. Und zwar auf der Lion's Head. Das ist der zweite imposante Berg neben dem Tafelberg. Von dort oben hat man eine super Aussicht auf die Stadt. Aber rauf kommt man nur zu Fuß. Ein wie Oberägeri. Das hast du schon gesagt in Schottland. Nein! Moll! Oh. Eine Ambi Lion's Head, Cape Town. Bis zum Gipfel geht es 669 Meter stutzig bergauf. Schon geil, nicht? Hammer! Der Johnny kommt regelmäßig hier rauf, rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Das Erlebnis wird er heute mit dem Manu teilen. Ganz verrückt. Leck mir. Oh. Schon hure schön. Jetzt kann ich über schnell meine Wohnung nachtrauern. Die muss ich auch immer anschauen, wenn ich da oben bin. Was kannst du machen? Meine Wohnung nachtrauern. Aha. Ja, das mag ich immer ein bisschen, was ich sage. Wie wir sehen, für unsere Wohnung auf dem Balkon wirklich da oben. Es wohnt dort ein Fremdes drin. Ich habe auf meiner schönen Bucketlist den Elefant abfliegen. Lionfeld in den Norden. So schön! Wow! Ein um den Ja, hey! Gleich Balsei! Crazy! Wo ist der da? Ein bisschen weiter nach links, ja, hast du ihn. Ich habe heute Morgen Spagat gehört. Ja. Ich habe schon die Hose verrissen. Da. Volle Küche, man sieht die volle Küche. Schöne Küche. Lampfrauenküche. Ja, volle Lampfrauenküche. Am nächsten Morgen. Heute wagt ihr einen besonderen Ausflug auf die beiden. You're ready, actually.
We go visiting Langa, the oldest township in Cape Town and South Africa. Unlike here, Disneyland. So something really more authentic, like the real South Africa. Ich bin mega gespannt, was er mit uns vorhat. Für mich ist das erste Mal, die Townships zu besuchen. Ich habe keine Ahnung, was sie so erwarten. Das sieht mega organisiert aus und durchstrukturiert, keine Ahnung. So wie er jetzt einmal erzählt hat. Ich bin mega gespannt. Schön kann man das Bild nicht umschreiben, wie er sagt, wir gehen jetzt von Disneyland ins richtige Leben. Auf das sind wir jetzt gespannt. Ja. Manu und Johnny tauchen ein in ein trauriges Kapitel der südafrikanischen Geschichte. Während dem Apartheid-Regime waren die Wohngebiete in der Stadt strikt nach Hautfarbe getrennt. Es hat Quartiere für Weiße und solche für Schwarze und Colored People, wie man ihnen gesagt hat. Das Langa Township ist das älteste Armenviertel in Kapstadt. Yes. Hi, nice to meet you. Johnny. Kura. Hi. Kura. Kura. Manu, hi, nice to meet you. Die weißen Machtinhaber haben es vor knapp 100 Jahren gebaut, damit sie die Schwarzen aus ihrem Gebiet vertreiben und hierher schicken konnten. Heute wohnen im Langa Township rund 50'000 Leute vom Volk der Xhosa. Ich will so ein Pyjama haben. Genau, da. Ja. Ah, vielleicht ein bisschen grösser, aber... Schafstieren? Nein, Mann! Nein, hey, das... Aus dem gibt es ein Voressen, sagt der Vandile. Ich aber siehst du, boah, das wird mir fast schlecht. Also, das ist, sieht nach einem Schlachthof aus. Da liegen Schafe und Geissenköpfe umeinander. Ja, da wird das Fleisch verarbeitet, so wie es aussieht. Sehr intensiver Geruch da. Aber eindrücklich, ja. Die Bewohner des Langa Township führen seit vielen Jahren jeden Tag Touristen durch ihr Quartier und zeigen ihnen, wie sie leben. Mit diesen Führungen verdienen die Einheimischen Geld. Sie sind wichtig für das Township. Und so steht man als Fremde plötzlich mitten im Leben der Menschen, die hier daheim sind. This is a pub. Okay. Während der Rassentrennung haben Schwarze keine Bar verführen. Darum sind illegale Pubs entstanden. Die sind bis heute der Treffpunkt des Quartiers. Das ist jetzt ein Pub. Das ist ein Pub. Es ist Tradition, dass die Barfrauen das Bier selber brauen. And what are we drinking now? He's drinking Umkubut. Is this so wie... This is our traditional African beer. Das Umkombotti-Bier trinkt man zusammen aus einem grossen Kübel. Das ist völlig anders als unser Bier, ne? Ja. It's different. The Germans love it. Be careful, otherwise... Achtung, ja, es ist schon die deutschen ja. Touristen hätten es also gerne, ah. Sagt der Vandile. Yeah, for sure. They have to. Yeah, I think I have to keep my level. Falschlist. Ganz klar Falschlist. Falschlist. Das ist sehr komisch, ne? Ich finde es nicht fein. Nein, aber weißt du, er hat nichts mit Bier zu tun. Es schmeckt. It's very different. Yeah. You have to kneel down. Anders sechs das Bier. Der Rest behaltet der Manu lieber für sich. Aber etwas anderes wird er dafür gerne mit den Leuten teilen. Seine Freude an der neuen Township-Gitarre. Wenn es um Musik geht, führt im Langa-Quartier kein Weg an diesem Haus vorbei. Knock, knock, knock. Oh. Hello. Wow. Oh. It smells very well. Oh. Wow. Hello. Hola. Hi. Are you Henry? Nice to meet you. I'm Johnny. Hi. Hi. How are you? Hi, nice to meet you. I'm Johnny. Hi, Rachel. Just relax. Yeah. Hi, nice to meet you. Der Henry Gene Musi ist Musiker. So eine Gitarre sollte man hier ja eigentlich kennen. Schließlich kommt sie ursprünglich aus den Townships, hat mir ein Manu gesagt. Absolutely new. Okay. Aber kannst du giften, wenn alle Einheimischen so lachen, dann ist es sicher nicht von hier. Dann haben wir wieder ein Zeichen zusammengekrömelt. Ja. Man muss es ganz ehrlich sagen, wir sind ja hier, weil die Gitarre genau von hier kommt.
meine, Manu packt ihn aus und alle sind am Grölen, weil sie noch nie so eine Scheissgitarre gesehen haben. Die ist importiert von Übersee. A Can Guitar. Henry. Have you ever seen this kind of guitar? Yeah, this kind of guitar we used to play. We have to make our own guitar, but this one is much professional. You see, we just use a plank, you know, and there's some nylon strings or any tire from the burnt tire. Then you just ring them. But those ones were for the boys, you know, to play, and they were not like this tuning, yeah. The international tuning, you know. Everybody's got his own tuning. Yeah, they call it the Ken guitar. Yeah. Ich finde es spannende Sachen. Ich meine, ich bin noch nie bei einer fremden Leute Wohnung geklatscht und habe nachher mit der Musik gemacht. Er ist mega herzig. Er ist jetzt kein Star-Gitarrist, muss ich sagen. Er ist, glaube ich, kein Star-Sänger. Aber er hat uns da jetzt wohlwollend und liebevoll aufgenommen in seinem Zuhause. Ich glaube, es ist sein Zuhause, ich weiß es gar nicht. Und mit uns da ein bisschen gesungen. Ich finde Musik machen einfach immer etwas Schönes. Auch wenn es mache, ist Epstein. Und dann kann sich sogar der Johnny überwinden. Auch wenn es schon eine Weile her ist, seit den letzten Rhythmikstunden im Lehrersemi. Jetzt kann auch der Manu den ersten Punkt auf seiner Bucketlist abhökeln. Man sieht ihn nicht. Ja, nein. Ich bin ein bisschen verwaschen. The jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle. Ich habe gehofft, ich komme bitte. Ich habe etwas anderes. 3 Wochen lang, ich habe es vor, bevor wir gegangen sind. Kommt, wir lassen doch den Song einfach aus. Weil das ist jetzt der, den jeder bringt. Und ich habe gerne etwas anderes als das, was alle wollen. Tag 2 und jetzt ist er da. Toll, der wird uns jetzt verfolgen. Ich denke, jeder, der eine Gitarre hat oder eine Schnorrgeige, wird uns diesen Song antragen. Mit dem Lied im Ohr verlöhnt die 2 Kapstadt. Das Abenteuer Südafrika wartet auf den Johnny und den Manu. 3 Wochen, 3'000 Kilometer und ganz viele Überraschungen. Die 2 ahnen noch nicht, dass sie mehr als einmal an ihre Grenzen kommen. Wegen grossen Tieren und munzigen Käfern. Auf hohen Bergen und in tiefen Höhlen. Das Ziel dieser Reise ist Johannesburg. Die erste Etappe führt sie über die Weinberge von Stellenbosch auf Hermanus am Meer. Schon nach ein paar Kilometern haltet der Johnny an. Der Manu hat wilde Tiere entdeckt. Vielleicht sind es auch nur halb wilde. Sie sind noch eingesperrt, merkst du? Ja, es ist ein bisschen. Und Richtung Afrika halt, wie man sich jetzt vorstellt. Ja, es ist lässig, hier über die Autobahn durch den Zaun durch die Tiere beobachten. Willst du mich verarschen? Ich weiss, das haben wir nie gesehen. Aber es sieht echt so aus. Ja, das sind keine Arbeit. Das ist doch absurd, nicht? Ja. Auf einem Traktor durch den Wald fahren. Aber meinst du, das ist so South Africa in one day? Mit dem Zelt auf dem Dach geht es weiter Richtung Stellenbosch. Es sind nur etwa 50 Kilometer bis dorthin. Stellenbosch liegt mitten in den Weinbergen und ist das Herzstück der Weinproduktion in Südafrika. Also Ambi, das
Stellenbosch Weingut. Das Weingut gehört zu den besten im Land. Von den Townships zu Kapstadt direkt in die noble Welt vom edlen Tropfen. Es ist ein Kulturschock für die zwei. Also, wirklich, es ist eine, mir ist nie wohl mit diesem Outdoor-Jäckchen hier. Sind wir underdressed? Nach dem heutigen Morgen, echt? Ja, ja, wir sind underdressed. Krasser Schnitt. Ja, schau da raus. Zeig das, kehrt dich mal um mit der Kamera. Das sind jetzt. Das ist unhöher. Ja, und du hau ab, um so ein Bild. Ich habe ein gespürt, ich glaube, wir sind am Anfang der Reise. Ja, das aber bei den zwei Beinen ist es eigentlich unwohl. Mehr. Also, das weiß ich nicht, ich darf nicht für ihn schwätzen. Nein, ich weiß, wie krass das ist. Ich fühle mich wohl. Ja. Ja, also nicht wegen uns, aber wegen denen hier. Der ganze Tross, der da hinten reinlatscht, das sind wie Tölpel, kommen jetzt hinten rein. Ja. 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 Ja, natürlich. Sind da wieder gestiegen? Ja, ja. Der Manu und der Johnny sind nicht die einzigen Schweizer da. Der Johnny hat für den Manu eine Weindegustation organisiert. Hello. Hello. Good evening. We have a reservation for wine tasting. Wow. Favorite table. Eben, das ist jetzt das mit dem schlechten Gewissen. Das ist ein bisschen blöd. Wir sind vorhin in dieser Hütte gekocht, haben ein Bier aus dem Kessel getrunken. Und da ist es mir peinlich, dass ich so ein Jäckchen anhabe. Das, mit dem muss man irgendwie zu Rang kommen. Ich glaube, wichtig ist der Respekt gegenüber denen, die, das, die anders sind, die nicht das Glück haben, so können zu leben, dass man den bewahrt. Der Respekt ist eine Respektfrage letztendlich. So, this is the same champagne style. It's made out of Chenin Blanc predominantly, Chardonnay with just a touch of some Cape Breton. Eh? Just in between the meals, you can just drink it, just to kind of like refresh your palate. Okay. Weißt du alles? Nein, ja. Ich schaue dir nur ganz gut zu, wie du das jetzt machst. Bei diesem Thema ist der Manu ein Anfänger. Ich trinke erst etwa seit 5 Jahren Wein. Und auch nur Weisswein. Ich trinke kein Rotwein. Und Weisswein habe ich durch Johnny ein bisschen Ahnung bekommen, weil wir doch auch zusammen mal uns einen Tropfen gönnen. Nicht oft. Nein, und wenig. Wenn, dann wenig. Ja. Der zweite Tag in Südafrika geht langsam zu Ende. Der Manu und der Johnny ziehen die Bilanz. Ich hätte mehrere Sachen von meiner Bucketlist können. Township für die, mit dir will ein Township, das haben wir heute erledigt. Ja. Und auf ein Weingut mit dir mal eine Videostation machen, das sage ich dir seit 15 Jahren. Das ist mega schön, dass wir das haben. Das ist sehr spannend. Und da schmeckst du jetzt im Fall ganz deutlich den Südhang hopfen. Am nächsten Morgen. Das war für eine Weile die letzte Nacht im Hotel. I went in all the rooms and eat it. Thank you for that, by the way. Das ist richtig, und das ist so das Cape Dutch Style von früher. Schön, einfach. Aber mega schön und die Leute so warmherzig. Bei jedem Satz verrecken die vor Lachen. I loved the room, but I caught a spider in the bathroom. Just that you know it, really. Ah, for sure. it's in the glass. Just that you don't be afraid, okay? Okay, Olivier is a parting guest. He's called Philip. Yeah. Okay? His name's Philip, and he's still here. Yeah. Jetzt freue ich mich, weil ab jetzt weiß ich nicht mehr, was kommt und ich kenne mich nicht mehr aus. Und jetzt übernehmen wir. Ich laufe weiter als naive Touristin rein. Ja. Wie ich es von Anfang an gemacht habe. Toll. Bye. 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 Thank you. Okay, bye. Bye. Von Stellenbosch geht es Richtung Süden ans Meer. Das Tagesziel ist Städtli Hermanus. Ich will nach oben,
genauso wie du. Komm noch mit rein und stell dich dazu. Wir kennen uns auch gar nicht. Jesus, Funkspruch, Funkspruch. Entschuldigung, nicht verstanden, wir haben gerade Disco. Wenn wir mal da können essen, machen wir eine Drohne. Hör dir die Hochzeitsglocken klingen. Ich nehme noch ein Campari-Sol. Der Ventilator summt leislich. Es ist als gäb's mir nicht mehr. Es ist nett, es sieht sehr verlassen aus. Ja, ich denke, der Abend würde uns einfacher fallen, wenn wir ein bisschen Alkohol konsumieren. Aber wir haben jetzt dort mal, wir haben jetzt so ein kleines windgeschütztes Eckli gefunden, weil das Meer ist gerade dran, das bläst sicher. Aber man kann nicht ans Meer, weil das wäre schade, wenn man das Meer würde sehen. Ich bin schon froh. Man hört es. Ja. Man hört es. Genau. Jetzt sind wir dort im Windschutz von diesen Bäumen, tun wir jetzt mal unser Auto platzieren und unsere Zelt aufklappen. Probieren Sie. Okay. I did make sure one is locked all the time. Okay, that's the gate, the front gate or the gate to the sea? No, to the sea. Oh, beautiful. Yeah. Thanks. Thanks. Okay. See you. Hi. Enjoy it. Hi. Jetzt ist mit Strand plötzlich. Sonnenuntergang verwünschen wir noch. Das wäre mega schön. Ich würde wirklich gerne noch ans Meer, aber nachher. Ambi, Zeltplatz Habonim. Ja, so muss es sein, oder? Nein, ja, das kann nicht sein, oder? Stell dir doch. Jetzt gehen wir ins Meer suchen. Weißt du, was es ist? Ich höre es nur. Ja, nein, Stacheldraht. Ja, nein. Wo ist der Manuel? Ja, das suche ich. Hey, gut, schön. Leck, das ist ja wirklich schön. Im Drehbuch steht, Manu und Johnny genießen den Sonnenuntergang am Meer. Johnny? Hast du etwas gefunden? Ein Stacheldraht kommt nicht vor. So, jetzt haben wir es. Hören schauen! Johnny! Hören schon! Der rechte Arm! Action! Mit ein bisschen Romantik kann man auch einen verpassten Sonnenuntergang retten. Komm! Gut! Schön gewesen! Nehmen wir! Die Lämmer! Kannst du ein afrikanisches Lied? Du hast schon überlegt, Mama. Bitte nicht. Nein! Ja, ich will die Mumme. Ich habe gehofft, ich höre das Lied nie mehr, aber jetzt, vorher hat es mich gleich berührt. Das war schon so herzig. Es ist eine trockene, ruhige Nacht, so wie es aussieht. Und jetzt hier oben in unser Einzimmerzelt reinzusteigen. Du hast eins, ich habe eins. Da habe ich jetzt. Da freue ich mich. Und es ist natürlich schön, mit dem Manu unterwegs zu sein, weil der Manu ein Mensch ist, der Begeisterung zeigen kann. Und das macht Freude, wenn man über eine Kante kommt und jemand macht, wow, ist das schön nebenan. Wenn es nicht jemand ist, der sagt, habe ich auch schon gesehen. In Zürich ist das grösser. Wobei, also ich muss schon sagen, der Mond ist in Zürich grösser.
Morgen. So ein schönes Bild. Hey, ich kann sagen, ey. So ein, also ausgeschlafen sehen wir glaube ich nicht aus. Hey. Aber hängen da zum Loch aus. Ich kann sagen. Hey, das ist ein das Problem. Hey. Ich habe gemeint, wir verfrühen. Es ist nie kalt. Hey. Wir haben die dicksten Schlafsäcke, die wir in Schottland dabei hatten, haben wir da dabei. Wir sind gar da drin. Und das hätte ich jetzt nie gedacht. Weil Nacht, also einmal in Kapstadt, sind Nacht eiszapfenkalt. Ja. Und da ist es echt anders. Gestern das Zelt rein mit Kappen, Trainerhosen, ja. Söcken und T-Shirt und einem Pulli. Ich habe nach einer Viertelstunde alles abgezogen, bis auf die Unterhosen. Es ist jetzt einfach alles anders als in Schottland. Natürlich. Weißt, wenn es jetzt würde pissen und im Piss muss aufstellen. Aber jetzt, heute Morgen, wo die Vögel angefangen haben und das Meer und so, das ist schon wunderschön. Mega schön. Aber Südafrika und Schottland haben mehr gemeinsam, als man denkt. Wir haben eigentlich ein Programm, wo es ums Doppelgleiche geht. Also Spannung, Abenteuer, Angst. Wir entweder gehen wir Haifische anschauen oder Pinguine. Nächste Woche treffen der Manu und der Johnny jemanden, der noch ein grösseres Maul hat als sie selber. Viel geiler, als wir das Vorset haben. Das ist unfassbar. Heute ist du ab, Jake. Der Traum vom Velofahren durch die Wüste wird für den Johnny zum Albtraum. Das ist schon, wenn das gut wäre, das schießt mich an von der ganzen Nation doch. Durch dick und dünn. Heute in einer Woche geht es weiter mit der Reise durch Südafrika. Divertimento in Südafrika. Mit Globetrotter, einem Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. Globetrotter.ch